Liebe Freunde, welcome, welcome, welcome zu einer weiteren Folge Pixelmon. Wir befinden uns in der Nacht. In der Elektro-Arena. Oh Gott. Wow, Digga. Ich wollte gerade cheaten, aber das hat nicht funktioniert. Uff. Moment mal. Kann man da nicht drüber springen? Nein, scheinbar nicht. Okay, keine Chance. Oh, wow. Jetzt buggen wir sogar noch fest. Gut, ja, beim letzten Mal haben wir einen Groudon gefangen, Freunde. Und ein... Was zum Teufel? Ein Kaktus, ey. Fuck. Warte mal, werden diese Items auch transportiert? Das ist ja witzig. Lol, die werden auch transportiert. Okay, ich glaube, ich nehme die Platten mit. Kann ich so... Ich will nur wissen, kann ich die Platten mitnehmen? Ich kann die Platten mitnehmen! Oh my goodness. Okay, mit den Platten werde ich uns eine richtig krasse Basis bauen, Freunde. Ja, beim letzten Mal haben wir einen Groudon gefangen und wir haben die ersten zwei Kämpfe der Arena gemacht. Die gar nicht mal so einfach ist, muss man sagen. So, ich gehe mal hier rein. Zack, da ist nämlich schon der nächste Kampf gegen Minun. Und ich hoffe, dass wir jetzt Wachstum droppen können, ohne dass wir direkt wieder paralysiert werden in der ersten Runde. Ränkeschmied, uff. Okay, Z-Kraft, Blütenpracht. Bah! Und das ist ein Minun mit... Das Minun hat gerade mit einem KP überlebt und ist zu Elevoltec rausgeswitcht mit plus 2. Was? Dollar S übergibt einen Stab. Rich Boy holte Minun zurück. Rich Boy hat Elevoltec rausgesendet. Ja, das Elevoltec ist jetzt auf plus 2, ne? Geh fucking geh. Ich hätte vielleicht den Gigasauger einsetzen sollen und nicht die... Oh Gott, Digga. Okay, ja, komm rein! Dampfwalze. Ice Heap, oh Gott, das Ding hat einen Ice Heap. Natürlich, dann tötet es natürlich auch Malfoy und alles andere. Aber Malfoy dürfte schneller sein, oder? Please? Soll ich zu Chabelle? Ich gehe zu Chabelle. Ich hoffe, dass er keine Statik hat. Der Doppelkick dürfte reichen. Ja, doch, komm, please. Ja, der Doppelkick reicht, dankeschön. Wir bekommen, glaube ich, einen Boost, oder? Kann das sein? Doppelkick, einmal Robustheit brechen und einmal... Oh, das war schon beide. Digga, ich bin Level 60. Ein Wallswitch reicht. Oh mein Gott, okay, also Chabelle hat die schlechtesten Spätz der Werte auf dem Planeten. Gut, Bud Spencer. Oh Gott, ist eigentlich der falsche Switch-In für so ein Ding, ne? To be honest. Gerade gar nichts überlegt. So, immerhin ist jetzt der Init runtergegangen. Kraftreserve, okay. Wir gehen zu Sinestra. Giftzahn. Bab, please poison. Nope. Der Wallswitch killt uns. Das ist krass. Die haben alle Moves, die uns einfach umbringen. Jede einzelne. Gut, Drachenklaue. In der Megaform. Ah. So, komm. Please. Oh mein Gott. Wir brauchen... Wow, 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 wow. Ich meine, Drachenklaue wird resistiert von Stahl-Pokémon, ne? So, Landturm dürfte langsamer sein. Danke. Er hat noch ein Minun-Level 1. Please. Ja. Okay, wir outspeeden mit Malfoy und... Gewinnen den Kampf und kriegen 30 Poké-Dollar von Rich Boy. Nice, Alter. Also diese Rich Boys gefallen mir richtig gut. Okay, Moment. Was ich unbedingt gerne hätte, ist wirklich mal ein Metang. Leute, ein richtig nices Metang, damit wir dann ein Metagross haben. Metagross wäre schon fucking nice, oder? Ich sehe gerade ein Mega-Pokémon. Okay, das Mega-Pokémon holen wir uns. Und zwar ist es ein Kamerupt, wenn ich das richtig gesehen habe. Moment mal, ist es auf dem Dach? Ist es Kamerupt auf dem Dach? Oh, tatsächlich. Ja gut, dann mit IA, ne? Warum kann ich das... Oh, jetzt. Okay, Level 70 ist das Teil. Uff.
Gut, Dampfwalze um die Init noch. Wow! Das Kamera. Okay, das outspeedet uns scheinbar. Das ist nicht gut. Dann gehen wir mit Bun Spencer rein und droppen einen Fels. Ein Felsgrab, um die Init noch weiter zu senken. Eruption macht sehr viel Damage, leider. Okay, jetzt gehen wir für Steinhagel. Maybe flinchen wir. Nope. Er geht für die Eruption und tötet uns. Gut, dann Sinestra. Mit dem Giftzahn. Leider keine Poison. Die Eruption überleben wir mittlerweile. Glücklicherweise. Blut, alles klar. Und wir kriegen keine Poison, ne? Das ist irgendwie traurig. Gut, dann gehen wir auf den Sprungkick. Einfach nur Sprungkick. Das reicht nicht, Mann. Wir sind so... Glut! Ich meine, okay, sehr effektiv wegen Käfer, aber... Come the fuck on, bro. Gut, Drachenklaue. Bap! Kamerupt nit. Sehr schön. Und Elytrin und ein Sonderbonbon. Das ist sehr gut. Okay, ja, musste ich gerade mitnehmen, ne? Immer wenn wir das sehen, muss ich das Ding mitnehmen. Jetzt nur die Frage. Wie wollen wir gegen den Arenaleiter gewinnen, wenn wir schon gegen die Minions Probleme haben? Weil Sinestra macht hier halt gar nichts. IA ist zu low im Level. Frisst nicht mal einen Hit. Nicht mal einen neutralen Hit. Obwohl es ein bulkiges Pokémon ist. Ja, das wird jetzt interessant. Ich glaube aber, wir haben mehr oder weniger alle besiegt, oder? Also nicht alle, aber also zwei sind da, glaube ich, noch irgendwo ganz hinten in der Ecke oder so. Aber ja, solche Bodenplatten nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Moment mal, hier lang. Dann da lang. Oh, ja. Sehr schön, okay. Meine Freunde. Der Arenaleiter steht vor uns. Die Sache ist die, will ich jetzt mit Mokubalinen und boosten und dann versuchen durchzurattern? Wahrscheinlich, ne? Okay. Let's go! Er startet mit Blitzer und das ist sehr schlecht, weil Blitzer hat immer eine HP. Aber okay. Ich gehe für Egelsam. Hol Blitzer zurück. Geh zu Emolga. Okay, das ist interessant. Und ich gehe jetzt zu IA. Rückenwind. Aha. Er setzt Rückenwind auf, der Arenaleiter. That's interesting. Dann gehen wir mal... Oh Gott, ich kann gar nichts tun, ne? Ich habe nicht mal eine Steinattacke. Ich habe nur einen Doppelkick und der wird resistiert. Uff, das ist nicht gut. That is not the good. Dann gehe ich für Eisenabwehr. Ruheort, uff. Ja gut, er wird sich jetzt halt permanent gegenheilen, ne? Er wird halt Akrobatik oder so können. Und Statik hat er wahrscheinlich auch. Aber es macht mehr Damage, als ich dachte. Kann man also machen. Ich meine, wie oft hat er Ruheort? Nicht so oft, ne? 10-mal, wenn es hochkommt? Ah. Okay, wir gehen einfach weiter für Doppelkick. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir haben 26 davon. Und wir haben die Egelsamen. Bevor wir jetzt irgendwie hier blöd rausswitchen und dann eine Akrobatik tanken oder so. So, das war ein Crit. Okay. Oh, switcht raus zu Ampharos. Und jetzt kriegen wir die Para, natürlich. Und zwar instant. So, den Drachenpuls überleben wir. Bitte komm durch. Nein, schon wieder.
Ey, das ist jetzt halt wieder Krebs, Junge. Mit unserem einzigen Boden-Pokémon kriegen wir genau dann die... Okay. Alright, Mokuba. Egelsamen. An dem Ding werde ich mich laben, Alter. Wachstum. Ja, ja, der Dragon Pulse. Alles cool, ich werde mich gleich gigasaugen ohne Ende. Meine Freunde. Okay, er geht jetzt für den Volt-Switch. Jetzt ist Emolga wieder draußen. Und Emolga ist aus der Range für mich relativ easy zu killen. Das hat nicht gereicht. Wir sind auf plus 3, Alter. Elektroball. Was? Oh Gott. Plus 3 Pokémon einfach weggeballert wegen Ampelleuchte. Uff, okay. Sprungfeder. Na, warum Sprungfeder, ich Trottel? Warum gehe ich auf Sprungfeder? Ey, dieses Elektroball outspeedet alles. Und wir haben eine Fullpara gefressen, by the way, ne? Nur mal wieder so zur Info. Das war wieder richtig gut, ey. Oh Gott, das ist sein Mega-Anfaros, ne? Ja, das ist safe wieder sein Mega-Anfaros. Ey, Fokusblast, Junge. Kriegt er einmal einen Flinch? Einmal in dieser Arena oder so? Nö, natürlich nicht. Ich brauch Dragon... hier, Drachen-Dingens. Okay, Dragon Claw. Ich meine, wir haben sehr viele Pokémon von ihm geschwächt. Wir bräuchten jetzt einen Drachentanz, damit wir alles outspeeden und dann würden wir alles töten. Aber... Er geht zu Ampharos raus und wir kriegen wahrscheinlich die Statik, ne? Nope, keine Statik, aber wir outspeeden und töten das Ampharos. Er wechselt zu Blitzer. Er wechselt hin und her, der Junge. Okay, er könnte jetzt halt eine HP Ice haben. Donner. Oh! Keine Para... Keine 30% Para. Okay, das ist sehr lucky für uns. Jetzt töten wir nämlich auch gleich das Ampharos, kriegen aber leider die Statik und jetzt outspeeden wir nichts mehr. Gut, an der Stelle möchte ich aber mal ganz kurz einen Top-Beleber einsetzen und einen Beleber auf Mokuba. Denn wir verlieren jetzt ganz sicher nicht hier den Arena-Leiterkampf, weil wir... Machen wir mal auf IA, Elektroball, okay. Er switcht ein bisschen hin und her, ne? In der Zeit kann ich ja einfach Pokémon heilen. So, der Donner obliterated Sinestra natürlich. Okay, er hat Ampelleuchte gehabt, ne? Das heißt... Elektroball wird zurückgerufen. Oh, wow. Okay. Okay, ich meine, mit Emolga hatte er gar nichts für mein IA. Er switcht jetzt zurück? Ey, warte mal, wie genau hat er mich getroffen? Hat er Kehrtwende gehabt auf dem Teil? Okay, ich gehe auf den Top-Trank, auf IA. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht das smarteste Move, weil... Naja. Pferdestärke. Nein, du Bastard, Mann! Okay, ist mir jetzt wurscht. Ich gehe jetzt weiterhin auf eine Pferdestärke. Du kannst rumwechseln wie... Er hat wirklich eine Kehrtwende. So, das war's mit Ampharos. Switch nochmal raus. Mach Kehrtwende, mach Volt Switch, mach was auch immer du willst, ey. Warum Doppelkick? Ich bin nicht auf Doppelkick. Oh Gott. Ja, jetzt wird er wieder zu Emolga. Nö, jetzt wechselt er nicht mehr, lustigerweise. Ey, der bumst mich gerade von A bis Z, der Typ. Ah, dammit. Ja, da war ja was. Okay, Moment. Ich muss nochmal ein K... Er wird jetzt wieder Dingens haben. Ampelleuchte. Und er outspeedet mich. Verhöhner? Oh, ich hätte ihn umbringen. Ja, wobei, das hätte eh nicht gereicht. Gucken wir mal.
Und er geht zu Pachirisu. Pachirisu hat er noch gar nicht eingesetzt. Hegelsamen. Oh, Verhöhner. Ja, da war ja was. Okay, Fluchtwert. Irgendwas mit Fluchtwert. Und jetzt kriegen wir wieder eine Para. Nice, und ich komme tatsächlich endlich mal durch. Reicht die Ampelleuchte? Hä? Was hat er gemacht? Ah, Wallswitch hat er gemacht, ne? Ja. Laubklinge. Wallswitch. Geh zu Pachirisu. Please don't para. Nope, natürlich kriegen wir die Para. Ja, aber ich glaube, er kann nicht mehr gewinnen. Mokuba geht durch jetzt. Und wir kriegen schon wieder Full Para. Danke. So, Ampelleuchte gegen Mokuba. Er hat kein Pokémon mehr, wo er Wall switchen kann. Und das war's mit dem Arenaleiter. Wir kriegen den Dynamo-Orden und die Blitzkanone. Sehr schön. Alter, nicer Orden, Mann. Sehr geil. Gut, mein Dude. Dann, weil du es hier so schön hübsch hast, nehme ich das Zeug hier mal mit. Ja, da habe ich nämlich Bock drauf. Da können wir nämlich so ein Leuchtturm-Ding machen. In verschiedenen Farben. Glaube ich zumindest. Oh, sollen wir hier... Oh, nice. Sehr nice. Die können wir direkt als Lampen verwenden. Ey, wir kommen eh nicht mehr hierhin zurück. Und anstelle jetzt irgendwie in den Nether zu gehen und hier Glowstone zu farmen, können wir es direkt auch hier mitnehmen. Wir sehen es einfach mal als Belohnung für den Arenaleiterkampf, ne? Weil Blitzkanone und so ist ja... Naja, komm. Let's be real. Let's be real. So. Ja, da habe ich dir wohl das Licht ausgemacht, ne? Zack. Okay, also... Oh Gott. Mache die ganze Arena kaputt. Das ist cool, weil die Dinger fliegen dann auf uns zu. Ey, da könnte man so viele coole Sachen machen mit den Dingern. Okay. Ich baue jetzt ein bisschen ab und dann sehen wir uns gleich. Oh Gott. Die wollen ja immer noch kämpfen. Ich wollte gerade... Ich war gerade beim Abbauen. Wow. Und da spawnt noch ein Groudon. Okay, Bruder, es tut mir leid, aber wir müssen abhauen jetzt. Du kannst gerne mein ganzes Team besiegen. Das ist alles cool. Ich muss jetzt leider weg. Ich muss jetzt leider einen Groudon catchen, Digga. Noch eins. Dann haben wir nämlich zwei. Wo ist es? Das Ding ist bestimmt irgendwo da draußen. Ich kann nicht fliehen. Ich kann nicht aufgeben. Komm, besieg doch jetzt mal meinen... Oh. Mit deinem scheiß Pachirisu, Alter. Come on, genau jetzt? Genau jetzt muss ein Groudon spawnen, während du mich herausforderst, du Kacklappen, Alter. Oh Gott, okay, wir haben gewonnen. Immerhin. Da lang will ich, ja. Wo ist das Groudon? Da ist ein Magma. Oh Gott, da ist es. Okay. Ey, krass. Vor der letzten Folge ist ein Groudon gespawnt. Wow, okay, das ist schon wesentlich größer. Das ist schon wesentlich größer. Moment mal. Wir beleben einfach mal ein paar Pokémon wieder hier. Und dann gehen wir mal zu IA. Das Ding ist halt Level 70, ne? Das ist das Problem. Dampfwalze. Protzer, oh! Uiuiuiuiuiuiuiui. Warte mal, das Ding ist Boden, kein Feuer. Okay, Flammensturm. Haha, interessant. Giftzahn. Please, Poison. Wir kriegen einfach keine Poison, Alter. Okay, er gibt wenigstens für Solarstrahl. Solarstrahl wird vierfach resistiert. Bitte gib ihm jetzt eine fucking Poison, Junge! Okay, er gibt für Erdkräfte was... immunisiert wird. Also er hat einen Flammensturm, ne? Will ich einfach mal gesagt haben. Protzer. Ey, gib ihm jetzt die... Das sind 50% Poison mit Giftzahn und er kriegt keine Poison. Was soll das, Mann? What the fuck? Gib ihm jetzt die fucking... Dankeschön. Holy shit. Oh, er braucht... Okay, ich verstehe. Die Sonne ist weg. Okay, Moment. Nee, wir bleiben einfach drin und schmeißen die Hyperbälle. Ab jetzt, wo er poisoned ist. Ja, ich meine, wenn wir nochmal einen Groudon hier direkt haben, dann probieren wir es natürlich nochmal zu fangen, ne?
So, Sinestra wurde vom Solarstrahl erwischt. Ja, der hier ist nicht mehr größer. Also unser anderes Groudon ist winzig. Das hier ist wahrscheinlich normal. Oder ein bisschen größer vielleicht. Schauen wir mal. Oh Gott, okay. Chabelle. Mit Chabelle will ich ehrlich gesagt nur Sinestra wiederbeleben. Oh Gott, wir bräuchten so dringend Roost auf Sinestra, Mann. Okay, will ich einen Meisterball für ein zweites Groudon verschwenden? Nee, niemals. Aber maybe bleibt's halt drin, ne? Warte mal, was ist passiert? Oh, es ist wegen der Toxin gestorben. Oh no, okay, wow. Ja gut, jetzt haben wir wenigstens einen Heißbrocken bekommen. Oh nein. Okay, schade, egal. Hier gibt es noch Kindwurm und all so ein Kram, ne? Okay, ja, Freunde, dann war es das wieder mit der heutigen Folge. Ich werde jetzt noch ein paar von diesen Feldern abbauen und dann wahrscheinlich auch zurückfliegen in unsere Base. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.